Schaufenster! Können Sie nicht den Abstand einhalten? Herr Steinmeier! Das hat keine Bremse! Jedes Mal ein diese Störung! Was nützt mir denn das Licht, wenn die Bremse nicht geht? Hier nehme ich doch Ihren Scheiß selber! Das Hosenbein ist mir auch schon wieder hochgerutscht! Und wieso erzählen Sie wieder solche Lügen über mich? Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Alle geben es ein, alle geben es ein. Sie wissen schon, 3 sächsische Zoll Mindestabstand. Das ist ungefähr so. Naumburg ist ungefähr so. Bitte glauben Sie nicht, diese Lügen, die man hier erzählt. Wir hatten die Presse eingeladen. Ach. Ich sollte mich vielleicht ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Raue, Johann Georg Raue. Ich bin meines Zeichens Historiker, wollte ich sagen. Und ich, Herr Steinmeier, ich war es doch. Wo wäre denn diese Stadt ohne mich? Ha? Kein Kirschfest. Ich habe diese berühmte Chronik im Kloster St. Georg aufgefunden. Weshalb wir das alles so wissen? Oder woher wüssten wir, dass die Himmelsscheibe in Wirklichkeit von der Außerirdischen stammt? Ja, ich war's. Das ist wirklich sehr unangenehm. Keine Sorge, meine Damen und Herren, ich werde Sie während dieses Rundganges begleiten. Ich bin sozusagen die Niveaubremse. Sie haben das ja schon mitbekommen. Man will Sie hier belästigen mit diesen Beiträgen aus dem Bereich der Fäkalfolklore. Deswegen ist es immer gut, jemanden wie mich an Ihrer Seite zu haben. Und ich glaube, wir müssen jetzt aber auch wirklich langsam anfangen. Herr Steinmeier, wir haben nachher noch die musikalische Umrahmung für die Hinrichtung. Übrigens, die Tierteilung morgen im Feld. Es gibt nur 3 Pferde, wissen Sie. Ja, das Viertel war nicht getestet. So, oh, kann gar loslegen. So, die Testbescheinigung werde ich nachher alle entgegennehmen. Wir können übrigens alternativ auch Spermaproben anbieten. Wir müssten allerdings dabei bleiben, nicht? Das ist so. Das ist ja so, das war ja halbrig, das kann ich nicht gehen. Du bist noch zu jung, du bist noch Söhne.